Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu unserem ersten Standardturnier. Ich habe noch nie Standard gespielt und wir gehen direkt mal rein. Wir haben einen netten Amerikaner und gucken wir mal, was wir würfeln. Ha! Wir fangen an. Sehr nice. Shuffle ein bisschen. Und ziehen mal unsere Hand. Oh. Okay, keep. Wir keepen das mal. Wie gesagt, ich habe keine wirkliche Erfahrung mit Standard, aber das Deck soll sehr cool sein. Dementsprechend steigen wir auch gleich mal ein. Das ist, unless you control two or more basics. Dann packen wir mal das Ding getappt rein und geben ab. Wir können sowieso nichts Turn 1 spielen. Macht also nichts. Wie ihr wisst, wir versuchen natürlich hier starke Power zu kriegen, wobei, ich glaube, das wird schon ganz schön schwer. 4 Mana zusammenzukriegen. Oder if you have no cards in your hands, alles klar. Dann antappen wir, upkeep, draw a card und in die Main Phase. Oh, hier kommt noch ein Land, das könnten wir tatsächlich opfern. Opfern, du, ne? So. Zwei Energy. Ich nehme jetzt den Storm Count als Energy Counter. Während damit können wir jetzt noch einen. Ja, guck mal, wir kommen sogar auf die 4. Nice one. Wir können gut Ramp machen. Oh, was spielt der Gegner? Oh, ich glaube, das könnte ein Eldrazi-Kram werden. Eldrazi-Mimik? Jawohl. Ich gehe von aus, alles in okay. Untap, Upkeep. Draw Card. Noch einen netten Heinz, der Mana macht. Land. Was ziehen, machen wir jetzt daraus? Für 4 Mana hätte ich gesagt, dass wir ihn hier spielen, damit wir mal schnell was dran. Für grün. Chip. Und fertig. Cool, wie viel brauchen wir für ihn? 6. Wir haben jetzt 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, nächste Runde können wir hier loslegen. Und wenn wir noch ein Land ziehen, obwohl bringt nichts noch ein Land. Jawohl. Jawohl. Er braucht einen Angreifer, er braucht das jetzt nicht jedes Mal. Komm, setzt da trotzdem. Nice one. Sehr, sehr schön. Dann enttappen wir mal. So, gehen Upkeep, gehen in unser Drawstep, haben eine. Oh, wieder ein Land. Nice one. Rot. Das ist ganz gut. Und er produziert auch rot. Ich würde mal sagen. Zack. Zack. 2, 3, 4. Jetzt kommt's, wenn er ins Spiel kommt, dann darf mein Gegner auswählen, ob ich 3 Karten ziehe oder er sich von den obersten 3 Karten Damage machen lässt. Ich ziehe 3. 3. Alles klar, wunderbar. Und dann darf er. Ich meine, ist ja nur eine 6-6er First Strike. Das will ich erstmal sehen, wie er das mit Eldrazi erstmal gehandelt bekommt. Zumal wir noch ihn hier haben. Damit könnten wir noch mal ein bisschen durchstarten. Wir müssen mal das Ding sacken. Dann können wir uns, wie viel? 2 Basics? Dann würde ich mal 2 Basics, würde ich mir 2 Rote raussuchen. Ne, ein Rotes, ein Grünes. Zeige meine Hand allen Spielern. So. Gucken, was wir discarden müssen. Tschüpp. Ja, geht ins Exil. Können wir leider nichts gegen machen. Dann enttappen wir. Ziehen eine Karte. Okay. Spielen ein Land. Wir haben auf jeden Fall 3 Grün. Das passt schon mal ganz gut. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wir hätten auf jeden Fall, glaube ich, genug, oder? Haste hat er auch. Ha. Dann gibt es auch für alle First Strike? Wahrscheinlich nicht. Hm. 2, 3, 4, 5, 6. Obwohl das... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Okay. Dann machen wir es wie folgt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 5, 6. So, jetzt müsste es passen. Dann kommt der rein. Kampfwerte setzen auf 9, 9 und den mal auf 8, 8 und dann gehen wir in unsere Kampfphase. Trample, der Trample First Strike. Okay, bedeutet, der ist einen Haufen Leben verliert. Hier verkriegt er 6 noch von dem hier und von dem kriegt er noch 8 und er hat das Spiel aufgegeben. Dann machen wir das Sideboard auf. Wunderbar, GG. Ja. Hm. Eldrazi. Was machen wir gegen Eldrazi? Artefakt oder Enchantment brauchen wir nicht. Ist die Frage, gibt es da überhaupt? Oh, das wäre natürlich noch ganz nice. Den könnten wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Weil den hier bin ich mir noch nicht so sicher. Ramp. Wir haben hier ein bisschen Ramp. Die Frage, was nehmen wir für den einen raus? Ich würde mal sagen, wir nehmen ihn hier raus. Weil so viele einzelne Targets, wobei wir damit gut Damage machen könnten. Ich bin mir da auch noch nicht so sicher. Er hat nachher Death Touch dann, das was auch nicht schlecht wäre. Ich glaube, ich nehme mal lieber so einen raus und pack so einen rein und sag, ich bin bereit. Ich glaube, er will anfangen. Und wir machen. Jo, ich würde sagen, keep. Keep. Alles klar, mein Freund. Er fängt an. Das kann aus dem Friedhof wiederholen. Alles klar. Gut. Upkeep, Drawstep, eine Karte gezogen. Ja, dann fangen wir einfach mal mit dem hier an und sagen fertig. Können wir uns gleich, was brauchen wir dann als erstes? Den hätte ich mal aufbewahren sollen, ne? Für einen Teil des Tracker. Können wir dann mit dem wieder gut machen? Warum hat das Bild... Ich habe keine Ahnung, was die Karte macht. Das wird wohl ein Land sein aus der neuen Edition. Ich habe wohl noch kein Update gemacht. So ein Mist. Tut mir leid. Werde ich nachreichen. Ich werde hier die Karte mal gleich einblenden. Ich muss mir das gleich mal notieren. Grün und Go. Jetzt habe ich natürlich keinen Stift. Doch, ich habe einen Stift. Jetzt habe ich aber nicht zum Schreiben. Doch, habe ich. Hinter mir. Gut, dass man immer angeschrieben wird. Was kann die Karte? Ein Cloud. Kommt getappt ins Spiel, bringt 1 für 2 Sacred Copy Target Instant oder Ghostly Spell. Für 4, put a token on the battlefield as a copy of target creature you control. Alles klar. Wie lange nehmen wir jetzt gerade auf? Ich muss mal ganz schnell in meine kleine Uhr gucken. Oh, schade. Ich habe vergessen, das den Timer zu stellen. Karte. Okay, dann bin ich dran. Enter. Hätte mir mal jetzt nochmal fetchen sollen. Aber ich sehe noch nicht die Notwendigkeit, zumal wir hier einiges machen könnten. Ich hätte jetzt mal den Teil des Tracker, hätte ich die nächste Runde legen können. Gut, das war nicht so gut. Sehe ich ein, meine Freunde? Sehe ich ein?
keiner wäre. Ja, ich habe mich jetzt so auf diese Karte jetzt hier tatsächlich geistig versteift, dass ich wieder vergessen habe zu fetchen. Passiert aber einfach mal. Oh, was macht das denn jetzt schon wieder? If this spell ability and opponent control causes to discard a card, you may reveal that card and put it onto your library instead of putting it on anywhere else. Nettes Land, nettes Land. Jetzt fetche ich aber mal tatsächlich. Sonst vergesse ich es wieder. Ich würde sagen, wir holen uns einfach nochmal ein rotes getappt ins Spiel. Ist doch getappt ins Spiel. Jawohl. Und Entap. Ich will nichts hören. Ich will gar nichts hören von euch. Ich weiß, mit den Tiles Tracker. Aber dann jetzt muss ich mir ein Token erstellen. Spielstein erstellen. Und zwar ein Clue. So, haben wir uns ein Clue erstellt und sind fertig. Dann gedacht, Notizen gemacht. Ist also alles gut. Ja, wir discarden mal bei ihm nichts. Ist aber eine nette Karte. Finde ich eigentlich sehr geil. Oh, okay, unser Tiles Tracker ist tot. So ein Scheiß. Wir haben immer noch unseren Clou, den ich mal zur Seite ziehe. Kriegen 3 Damage. Dann machen wir gleich noch, gehen wir doch noch ein bisschen den Ramp über. Ah, den kann er aus dem Exil wieder spielen. Den kenne ich. Nein, 4. Und dann darf er. Wir nehmen uns gleich mal ein bisschen Damage. Passiert. Ja, um eine Runde habe ich es mit dem Teil des Tracker versaut. Dann hätte ich den jetzt opfern können. Hätte aber nichts gereicht. Er wäre trotzdem... Nee, der wäre nicht tot gewesen. Ah, diese Karte, was immer die auch macht. Oh. Für 3. 1, 2, 3. Stimmt genau. Draw card. Na, noch mehr Länder. Jetzt haben wir ganz schön viele Länder auf Dauer. Ja. Drei auf ihn. Das Schießen kann ganz schön nervig sein. Haben noch ein farbloses im Pool. Und wenn der ins Spiel kommt, dann durchsuche ich meine Bibliothek nach einem Basic Land und packe das einfach mal in... Na, welches nehmen wir? Grün getappt ins Spiel. Damit können wir ein bisschen blocken. Seine Aufgabe hat er getan. Wir haben zumal noch 2 weitere. Wir haben sehr viel Mana, aber wenig Volume, ne? Es wird mal Zeit, dass wir den hier vielleicht opfern demnächst, um 2 Karten zu ziehen. Der ist mal eine Ansage. Ich glaube, das verlieren wir. Oh. Er hat aber noch 20. Was? Ja, das Problem ist, wir haben kein Haste. Dit ist das Problem. Wir haben nichts, was uns, glaube ich, aus der Sache rausbringen wird. Also wissen wir nun, was er noch weiter zockt. Das bedeutet, wir brauchen den hier, Sideboard. Wir können die auch eigentlich mal reinbringen, was gar nicht mal so schlecht ist.
Und wir können die hier mal rauspacken. Die finde ich so mit dem Direct Damage mittelmäßig optimal. Ich weiß, damit können wir uns unser eigenes Board weggrillen, aber ich glaube, das können wir verkraften. Ich glaube, das geht ganz gut. Ihn nehme ich auch nochmal raus. Ihn fand ich jetzt nicht so hervorragend. Wir sind bereit. Fangen wir an. Und shuffeln. So, und gucken einfach mal, was wir ziehen. Oh Gott. Wir keepen auch mal und gucken uns die oberste Karte unserer Bibliothek an. Die lassen wir einfach mal oben. Kommt getappt ins Spiel. Alles klappt, dann darf er. Dum 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 dum. Oh, den finde ich übrigens sehr krass und den mit unendlich Mana. Meine ja nur. Dum 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 dum. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es auch wirklich machen. Aber wir haben so viel Rot, ich würde sagen, wir holen uns ein Grünes als nächstes. Wir haben wenig Volume, echt wenig. Das ist nur ihn hier und ihn und dann noch ein Land nachgezogen. Das ist irgendwie ungeil. So, holen wir uns ein Grünes. Okay, den würde ich noch nicht dafür verbraten wollen. Können wir uns nochmal ein anderes Mana holen. Wir könnten ihn jetzt benutzen, aber für eine Kreatur finde ich das... Nein, nein, das mache ich nicht. Ich will schon mehr als einen 1-zu-1-Tausch haben an Karten. Ich will ja einen Kartenvorteil haben. Dafür nehme ich mir auch gerne den 1-Schaden. Jawohl. Ist okay. Jetzt fängt es an... Oh. Jetzt fängt es an, sich zu lohnen. Man merkt gar nicht, dass ich sonst mir Leben abziehen muss, wenn ich fetche. Was haben wir denn hier? Hatten wir nicht noch irgendwie... Weiß haben wir hier noch zum Beispiel. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Jetzt kannst du ihn aus dem Exil spielen. Viel Spaß. Nein, ich weiß, es klingt gemein, aber ich dachte so die Karte, ja, Exil, aber jetzt muss er sie erstmal ins Exil kriegen. Oh, alles klar. Ach, der wird ja gleich als 4-4, ne? Das ist ja nicht hier die Ballista mit Doppel-X. Der wird uns gleich mal wehtun ein bisschen. Aber wir haben gleich eine Antwort. Und die ist nicht legendär, mein Freund. Wird bedeuten... Auf die Fresse! Auf die Fresse! Ich finde den zu gut. Und den schon mal erwähnt für den Preis, was der in Euro kostet. Na... Nicht gerechtfertigt. Er ist einfach deutlich underpowered. Im Standard. Ich könnte das Land legen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich könnte auch ein normales spielen und das Ding dann opfern. Obwohl. Nö. Hex. Chip. Legen wir mal jemanden hin, der sagt, hallo, hier bin ich und du musst jetzt mit mir umgehen. Target Opponent. Ja, er ist jetzt Opponent. Don't draw 3. Okay. Zeige die obersten Karten allen Spielern. Oh, 10, 11, 12 Schaden. Und die lege ich dafür...
In your graveyard, alles klar. So. Okay, mein Freund, okay. Dann darfst du. Ich hoffe, das waren dir die drei Karten wert. 10 Damage in die Fresse. Wir haben 12 Damage mit denen in die Fresse gehauen für 6 Mana. Es ist so unfair. Das Ding ist so immer. Nochmal kann er sich so ein Ding nicht erlauben. Und wir haben hier noch jemanden. Das Ding hat First Strike. Also wir haben auch einen kleinen Blocker. Oh, ich mag den. Ich mag den. Das Deck ist so geil, was das angeht. Einfach mal 12 aufs Maul. Oh, geil. Ich freue mich gerade darüber. Natürlich können wir hier noch verlieren, aber ich freue mich einfach über diese Aktion. 12, Leute. 12. Wir haben einfach mal 12 in die Fresse gehauen. Oh. Er muss auch das Land opfern. Mhm. Wait. Oh. Ja, machen wir einfach mal ja. Fürs Gameplay sagen wir mal ja. Das können wir mal nachforschen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, werden die Counter gekopiert oder nicht? Bin mir gerade nicht so sicher. Ich würde mal sagen, hier, ich will noch einen haben. Wir haben ja 3. Ich überlege gerade. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht nicht für beide. Dann gehen wir mal in den Angriff. Bam, bam. Er muss blocken. Ich muss die Karten ziehen. Er hat aufgegeben. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.